Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal, heute mit dem ersten Stadion-Vlog. Es ist jetzt 9.30 Uhr und es geht jetzt von Peine nach Mönchengladbach, denn heute spielt Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC und das ist ein sehr, sehr besonderes Duell für mich. Aber jetzt geht's erstmal zum Auto, gucken, wie voll das ist, denn die Strecke wird mit dem E-Auto gefahren. Das bedeutet, ich weiß nicht so recht, wann wir heute ankommen und wie oft wir laden müssen. Da ist das gute E-Auto fleißig am Laden und das hier passiert übrigens, wenn man beim Ausparken nicht aufpasst und einen Poller mitnimmt. Mein Herz blutet bis heute. Pass auf! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Tag wird aber nicht nur für mich besonders, sondern auch für meinen Vater. Der hat mir ja die Leidenschaft zu Borussia Mönchengladbach in die Wiege gelegt. Er ist 1960 geboren, dementsprechend in den 70ern aufgewachsen, damals als Borussia die Übermannschaft war und fünfmal deutscher Meister wurde. Und tatsächlich kennt er den Borussia-Park, den es schon seit 2004 gibt, nicht von innen. Und heute habe ich die Ehre, ihm diesen Traum erfüllen zu dürfen. Danke an Borussia, danke an Puma, die uns in ihre Lounge lassen. Und für mich wird es auch das erste Mal VIP-Lounge. Ich bin mal gespannt, wie das Feeling vor Ort wird. Normalerweise kenne ich das nur von den normalen Sitzplätzen, manchmal aus dem Block. Aber im Borussia-Park war ich bislang auch nur einmal. Und jetzt das zweite Mal, dann direkt VIP-Lounge, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ich bin mal gespannt, wie der erste Stadion-Vlog hier wird. Ist ja auch für mich ungewohnt. Schreibt gerne mal in die Kommentare euer Feedback, was ich besser machen kann. Denn in Zukunft gehe ich mal wieder öfter ins Stadion. Und glaubst du für heute Abend, wie geht's aus? Knapper Sieg, 1-0-2-1, schätze ich. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, richtig hoch. Nein. Hertha ist momentan katastrophal. Bist du noch ganz sauber oder was? Lass mich raus! So, kleiner Ladestopp, das heißt für mich gibt es erstmal einen Kaffee. Für das Auto gibt es eine Runde Strom und es ist für mich das erste Mal, dass ich mit dem E-Auto nach NRW fahre und dementsprechend natürlich ein bisschen spannend, wie weit kommt man mit den Kilometern, wie oft muss man laden. Und was ich jetzt dazugelernt habe, ist, dass man sich neben dem Umweltbonus, den man sich für ein E-Auto vom Staat wiederholen kann, auch noch einen zweiten Bonus abstauben kann, nämlich für die eingesparten Treibhausgase gibt es die sogenannte THG-Quote und die ist satte 360 Euro wert. Das wusste ich bislang auch noch nicht. Das Gute ist, das funktioniert sowohl bei gekauften als auch bei geleasten E-Autos. Das Problem ist, wir als Normalos können uns das Geld nicht vom Staat wiederholen, aber Juicify kann das. Juicify ist ein junges Startup aus Bremen und die setzen sich dafür ein, dass die THG-Quote demokratisiert wird. Kurz gesagt heißt es, die holen sich das Geld für deine THG-Quote vom Staat wieder und zahlen dir 360 Euro aus. Das Gute ist, für alle E-Autofahrer ist es gar kein Stress, die eingesparten Treibhausgase zu barem Geld zu machen. Und jetzt gibt es noch was Cooles, denn auf juicify.green gibt es aktuell ein Gewinnspiel, bei dem man Preise im Wert bis zu 100.000 Euro gewinnen kann. Zum Beispiel zwei Mini Cooper SE. Das heißt, schaut gerne mal bei Juicify vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr eure eingesparten Treibhausgase in bares Geld verwandeln. Und bis zum 31. August habt ihr da bei dem Gewinnspiel auch noch die Chance auf einen niegelnagelneuen E-Flitzer von Mini. So, jetzt gibt es hier erstmal eine Runde Stärkung. Pasta mit Pinienkern, Pesto. So lässt sich's leben. Apropos richtige Ernährung im Stadion. Ich war letztes Jahr beim Champions-League-Spiel Villarreal gegen den VfL Wolfsburg. Erstmal war die Anreise ein Chaos, weil ich von Berlin nach Madrid fliegen musste, um dann von Madrid weiterzufliegen noch eine Stunde. Und dann dort angekommen, war es irgendwie sehr unterschiedlich zum deutschen Stadion. Dort gab es nämlich keine warmen Speisen. Das heißt, so wie wir es hier kennen, Bratwurst, Pommes oder irgendwie ein Steak oder so, gab es dort nicht. Dort gab es halt wirklich nur Süßigkeiten, so Haribos oder Nüsse. Und auch die Getränke waren dort anders, denn das gab es nicht in Bechern oder in irgendwelchen, in Deutschland gibt es eigentlich immer Becher, sondern halt in Plastikflaschen, aber halt ohne Deckel, damit man die nicht aufs Spielfeld werfen kann. Und es gab dort auch keinen Alkohol, was ich jetzt nicht so schlimm fand, aber es war auch deutlich unterschiedlich zum deutschen Stadionerlebnis. Freunde, so nah habe ich aber auch noch nie am Stadion geparkt. Könnte man sich dran gewöhnen mit so Parkausweisen. Da geht ja mir als E-Autofahrer und Gladbach-Fan das Herz auf. Eine Ladestation, schön gebrandet. Kann man sich die eventuell zu Hause vor die Tür stellen? So, angekommen im Gladbach-Shop. Das Coole ist, dass hier auch alte Ausstellungsstücke hingehängt wurden. Morgen geht es für mich auch noch ins Museum. Aber hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. So, hier sind jetzt die Trainingssachen. Allerdings in Langarm, auch dort in Langarm. Ich brauch's nicht, ich brauch's für einen Freund. Das brauche ich natürlich nicht für irgendwelche Videos, sondern nur privat würde ich das tragen. Und wie es sich für einen Allmann gehört, alles natürlich in Klarsichtfolie eingepackt. Ehrenkarte, Ehrenmann. So, das hier ist der Essensbereich und der Getränkebereich. Da hinten kann man auch schon ins Stadion reingucken, da werde ich auf jeden Fall gleich mal einen Blick reinwerfen. Und ansonsten wird jetzt hier ein bisschen was genascht. Oh, geil. Geil. Boah, es gibt sogar Eis und Saft und Kaffee. Lecker, lecker. Himmlische Aussicht. Aber nicht nur dort,
sondern auch dort. So, kaum in der Lounge angekommen, gab es schon ein Geschenk und zwar den Puma Sneaker exklusiv mit Borussia. Hier seht ihr es, unzähmbar. Mega geil, vielen, vielen Dank. Da ist das Gladbach-Logo. Hier einmal original unterschrieben, Uwe Kamps Trikot, Torwart-Legende und später Torwart-Trainer. Das hier ist übrigens mein Favorite-Trikot aus, sag ich mal, den letzten 10 Jahren. Das habe ich auch, denn da haben wir zum Beispiel auch gegen Bayern gewonnen. Ich glaube 3-1 oder 3-2 mit Marco Reus, Patrick Herrmann, Roman Neustädter und Dante. Marc-André Ter Stegen war auch noch dabei. Das war tatsächlich eines der ersten Trikots, die ich damals so richtig, sag ich mal, mitbekommen habe als Kind. Das kenne ich nur aus den Geschichtsbüchern, so wie das hier, denn darin wurde unter anderem der DFB-Pokal gewonnen, 1995. Und das hier ist sogar noch ein Ticket. So, und das ist der Blick raus aus der Puma-Loge. Da machen sich gerade schon die Herthaner warm, da die Brussen. Da unten ist der Bruder Luca Netz. Schaut uns an der Stelle. So, ich habe jetzt gerade mal zurückgerechnet. Ich glaube, das letzte Mal war ich 2016 hier im Stadion. Das ist natürlich jetzt auch schon ein Weilchen her. Und vor dem Stadion hat sich so einiges verändert. Da ist ein Hotel dazu gekommen, ganzer Campus. Das Trainingsgelände wurde neu strukturiert. Und es ist schon alles sehr, sehr schön und modern hier geworden. Vor allem auch hier die Loge. Das macht auf jeden Fall Spaß. Die Mannschaften sind jetzt schon in die Kabinen gegangen. Gleich ist Anstoß und dann bin ich mal gespannt. Mein Tipp, knackiges 3-0. Mal gucken. Große Klappe und am Ende sehen wir es dann. Ne? Ich könnte auch mal ein Laufkind sein. Challenge accepted. Man muss dazu sagen, es ist vielleicht das letzte Spiel von Markus Thuram für Gladbach. Die Gerüchte werden immer dichter und sind wieder aufs Neue am Kochen, denn es sind einige Vereine um ihn bemüht. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich, auch wenn Brele Mbolo auch schon weg ist, dass wir im Sturm eigentlich gut aufgestellt sind. Gladbach hat auch immer wieder so ein Händchen dafür, Talente auszugraben. Zum Beispiel Joe Skelly in der Verteidigung oder Manuel Kone als Spielmacher. Das ist schon krass. Ich frage mich immer, wo die die herholen. Die haben echt krasse Scouts, schon die letzten 10 Jahre. Und ich habe in der Zwischenzeit übrigens auch 10 Talente gescoutet hier. So, was, Bruder? So, jetzt gibt es tatsächlich den zweiten Elfmeter nach Videobeweis, Handspiel. So, Abpfiff. Für ein 3-0 hat es nicht gereicht, aber auch ein 1-0 nehme ich mit. Durch Elfmeter, also mit Hängen und Würgen gegen Hertha gewonnen. Aber das alles hat dazu geführt, dass ich solch eine Nachricht hier von Aaron bekommen habe. Und das macht mich doch sehr froh. So, jetzt geht's zurück ins Hotel. Tag Nummer 2. Der Himmel ist düster, die Herzen strahlen aber voller Licht. Denn gestern wurde 1-0 gewonnen. Wir sind wieder am Stadion, denn heute gibt es noch eine kleine Stadionführung. Da bin ich sehr, sehr gespannt und später gehen wir auch noch ins Museum. So, das ist jetzt hier die Aussicht für alle Pressevertreter. Das heißt, alles was kommentiert, geschrieben oder im Radio läuft, das findet dann hier oben statt. Und da hat man natürlich auch die perfekte Übersicht über das ganze Spielfeld. Aber man muss schon sagen, das ist schon ordentlich hoch. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich hier die Treppen hoch und runter gelaufen bin in der HDI Arena bei meinem legendären Training, wo ich danach aber auch gekotzt habe. Das heißt, das würde ich heute gerne vermeiden. Wir gehen mal wieder zum Fahrstuhl. Wie Ronaldo eins schon sagt, just water. So, dann können Sie die Fragen einmal stellen. So, jetzt direkt hier am heiligen Rasen darf man natürlich nicht betreten, sonst gibt es Ärger mit den Greenkeepern. Aber hier die Auswechselbank. Machen wir den Bequemlichkeitstest. Ah, ja, doch, hier lässt sich sitzen. Schön weich und die Aussicht funktioniert auch. Jetzt kommt gleich hier der Wasserwerfer, macht uns nass. Und das hier ist die Aussicht, wenn man Trainer ist. Wobei, die sitzen ja eher selten, sondern stehen, dürfen eigentlich ja nur bis hier. Aber in der Regel stehen sie da und gerne auch mal auf dem Platz. Aber dann kommt natürlich schon der vierte Offizielle und sagt, du, schön wieder zurück. So, und tatsächlich ist es so, dass dieser ganze Flur nicht nur für die Profis gedacht ist, sondern auf der linken Seite sind die ganzen Jugendmannschaften, haben ihre Kabinen und hinten rechts die Profis. Und hier hängt auch von jedem Profi das Trikot, der durch die Jugendmannschaften gegangen ist. Dementsprechend hängen dort die Trikots, die man dann halt sieht als Jugendspieler, wo man halt auch mal hängen will. Und dann gibt es das Ritual, dass man sein eigenes Trikot auch dort aufhängen kann, wenn man ein Profispiel gemacht hat.
So, jetzt bin ich in der Fohlenwelt, der vereinseigenen Ausstellung, und hier sieht man schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Wand mit dem original getragenen Trikot von Marco Reus. Und ich glaube, aus der Saison ist auch das Trikot, das ich von Patrick Herrmann habe. Hier oben haben wir noch Marcel Janssen, auch einer meiner früheren Lieblingsspiele auf jeden Fall. Dann geht es hier weiter mit einigen älteren Trikots, aber auch neueren dort oben. Marcus Thuram aus der Champions League-Saison. Hier unten haben wir noch Matze Ginter, auch auf jeden Fall eine Vereinslegende, die uns ja leider verlassen hat. Noch ein weiteres von Patrick Herrmann, was ja auch viele nicht wissen. Marc-André Ter Stegen hat seine Roots ja auch hier bei Borussia, bevor er dann zu Barcelona gewechselt ist. Und jetzt noch ein Trikot, das ich so auch noch nicht kannte, nämlich von der China-Reise ein Trikot von Christoph Kramer mit chinesischen Buchstaben. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Das hier, was ich gar nicht auf ein Bild raufkriege, ist tatsächlich die originale Stadionanzeige aus dem alten Stadion von Borussia, nämlich dem Bökelberg. Damals noch mit so einer klassischen Uhr, heutzutage kennen wir nur noch digitale Uhren. Und hier mit der Leuchtanzeige vom Ergebnis. Und tatsächlich hat mir Johannes erzählt, dass diese Anzeige hier als allererstes in die Fohlenwelt eingebaut wurde. Das heißt, bevor hier alles andere stand, stand hier erstmal eine Woche diese originale Anzeige, weil man hier alles drumherum gebaut hat. Ich meine, so ein kolossales Ding, das bekommt man natürlich hier nicht einfach rein, indem man das hier irgendwo zwischendurch schiebt. Das muss natürlich schon vorher eingebaut werden. Sicherlich einer der größten Vereinslegenden von Borussia Mönchengladbach, Günther Netzer, sollte auch jeder von euch kennen. Nicht nur als Spieler, sondern auch später als TV-Experte sehr, sehr legendär gewesen. Und was ich nicht wusste ist, dass der früher noch eine eigene Diskothek in Mönchengladbach betrieben hat, auch während seiner Fußballzeit. Und daraus stammt diese Kasse aus dem Lovers Lane, so hieß die Diskothek. Und die Kasse ist jetzt hier ausgestellt, genauso wie ein original getragener Schuh aus, hier unten steht es, aus dem DFB-Pokalfinale 73. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Ausstellungsstücke, genauso wie hier. Einige Wimpel aus den damaligen Spielen und hier auch von einer weiteren Vereinslegende, Berti Fuchs, Nationalspieler und Gladbacher Legende. Und eine Sache, die sehr, sehr cool ist, man bekommt hier für jede Führung so ein Tablet, und dort kann man sich aussuchen, wer die Führung mit einem machen soll. Zum Beispiel kann man sich ja auswählen, dass Christoph Kramer, so habe ich es jetzt auch gemacht, die Beiträge vorliest und seine persönlichen Geschichten mit einfließen lässt. Man kann das von Rainer Bonhoff, auch einer Vereinslegende, erzählen lassen, und sogar von Joko Winterscheid kann man sich hier die persönlichen Geschichten anhören. Damals gab es ein legendäres Spiel, Gladbach gegen Werder Bremen, bei dem tatsächlich das Tor zu Bruch gegangen ist. Hier die Originalsituation nachgestellt. Dort erzählen die damaligen Spieler von der Situation, und hier gibt es tatsächlich den originalen Pfosten, der damals im Spiel gebrochen ist. Und die Szenen gibt es auch auf YouTube, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und hier ist sogar das Urteil abgebildet, dass Gladbach damals 1500 D-Mark Strafe zahlen mussten, und statt 2-0 zu gewinnen, wie es damals stand, haben sie dann 2-0 verloren. So wurde das Spiel gewertet, weil Gladbach schuld war, dass dieser Pfosten gebrochen ist. Und ja, auch Borussia Mönchengladbach hat schon die eine oder andere Trophäe gewonnen. Hier einige ausgestellt, 5 Meisterschaften, 3 DFB-Pokale, 2-mal den UEFA Cup. Und ja, hier sind sie ausgestellt. Also nicht nur der FC Bayern, nicht nur Borussia Dortmund haben ein paar Trophäen vorzuweisen, sondern auch Borussia Mönchengladbach. Und tatsächlich wissen ja die wenigsten, dass nach Bayern, dem Rekordmeister, die zweitmeisten deutschen Meisterschaften nicht Borussia Mönchengladbach hatte, sondern der erste FC Nürnberg. Kleines Allgemeinwissen für euch. 1960, als Gladbach das erste Mal DFB-Pokalsieger wurde, sah die Trophäe tatsächlich noch ein bisschen anders aus. Klein, aber fein. Ja, ganz nett. Aber im Vergleich zum goldenen Pott da hinten ist das natürlich schon ein Unterschied hier von 1973. Man achte mal darauf, dass da noch nicht so viele Vereine drauf eingetragen wurden damals. Und ein paar Jährchen später sah das Ganze dann schon anders aus. Da war es dann schon voll. Eine weitere Vereinslegende darf natürlich auch nicht fehlen. Lothar Matthäus, kennen die meisten von euch eher als lustigen Sky-Experten, hat aber selber auch mal gespielt. Und zwar nicht nur für Bayern, sondern seine Anfänge hatte er damals bei Borussia. So, es ist jetzt kurz vor 22 Uhr zurück in Berlin. Zwei anstrengende, aber sehr, sehr schöne Tage gehen zu Ende. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Johannes, der das Ganze möglich gemacht hat, bei Puma in der Lounge zu sitzen, das Spiel zu sehen, eine Stadionführung zu bekommen. Das ist nicht alle Tage so, das ist nicht selbstverständlich, und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass das ermöglicht wurde. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hier findet ihr noch zwei weitere spannende Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und abonniert auch gerne hier meinen Zweitkanal für weitere Videos. Wir sehen uns, bis dahin, macht's gut, ciao.